Ja, Leute, ich weiß, heute kommt eine Menge komischer Stuff. Und das kriegt ihr halt ein richtiges Booster. Flesh and Blood. Unlimited Edition Arcane Rising. Mal gucken, was wir hier drin haben. Einmal danke wie immer wieder an den Sponsor für das Booster. Ah, oh, 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 ja, gucken wir. Spoiler. So, wir haben Moon Wishers. 2 Mana kostet die, 3 Mana gibt die. Generic Attack. Ihr könnt eine Karte von eurer Hand oben aufs Deck legen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Das ist stark. Und wenn ihr hittet, durchsucht euer Deck nach einer Karte namens Sonnengeküsst und nimmt die in die Hand. Uff. Ist nicht bad, aber 3 Angriff ist jetzt nicht so stark. Sonnengeküsst, was kann denn Sonnengeküsst? 1 Mana, nee, 0 Mana. Gibt 3 Mana, man kriegt ein Leben. Und wenn man eine Karte mit Moonwishes diesen Turn gespielt hat, zieht man eine Karte und geht nochmal. Aber die Karte hat doch gar kein Go Again. Das muss ich gleich noch meine Erfahrung bringen. Vigor Rush. 1 Mana bringt sie, 1 Mana gibt sie. 4 Damage, 2 Rüstung. Wenn man eine Nicht-Angriffs-Aktionskarte diese Runde gespielt hat, kriegt die Go Again. Fervent Forerunner. Auch die kostet kein Mana. Gibt 2 Mana. Das ist ziemlich stark. Wenn der hittet, macht man Opt 2. Das heißt, man guckt sich die 2 Karten seines Decks an und legt sie unter oder auf das Deck im Libia Reihenfolge. Wenn es nur eine Magic-Karte geben würde, die Opt hieße, die scryen lässt und scry dieselbe Fähigkeit wie Opt wäre. Strange. Naja, und wenn man die aus dem Arsenal gespielt hat, hat die Go Again. Das ist ziemlich mächtig. Feast of the First Fist. Das ist eine Rüstung. Immer wenn man eine Angriff-Aktionskarte spielt, nee, immer wenn die erste hittet, kann man die zerstören und kriegt 2 rote Mana. Nicht schlecht. Also 2 Mana, nicht 2 rote. Ist die voll? Nee, die ist nicht voll. Da haben wir unsere erste Rare. Enchanting Melody. 2 Mana gibt 1 Mana mit Go Again. Ist eine Aura. Und wenn der Held Schaden zugefügt würde, kann man die zerstören und 4 Schaden verhindern. Zu Beginn der Endphase zerstört man das Ding, es sei denn, man hat eine Nicht-Attack-Karte gespielt. Okay. Plunder Run, auch das ist eine Rare. 0 Mana gibt 1 Mana, Generic Attack mit Go Again. Und der nächste Angriffsaktionskarte, die diese Runde hittet, es geht immer um Hitten, zieht ihr eine Karte. Und wenn die vom Arsenal gespielt wird, kriegt die Karte plus 3. Das ist ganz cool. Ich weiß nicht, wie krass man das sieht. Das Foiling ist echt strange. Das ist eine Common Foil. Zero of 60. Kostet 0 Mana, gibt 3 Mana mit Boost. Zusätzliche Kosten für 60 kann man beliebig viele Anzahl von Karten von seinem Deck banishen. Nee, nur eine Karte vom Deck banishen. Und wenn es eine Mechanologist-Karte ist, kriegt die Go Again. 2 Mana und 3 Mana auf die Rüstung. Gar nicht mal so schlecht. Throttle. Ich liebe ja den Mechanologisten. Allein wegen dem Artworks. Ich liebe Steampunk. Es tut mir leid. 2 Mana gibt 3 Mana. Ebenfalls mit Boost. Und ist eine 4 Mana Karte. 4 Angriffskarte, die 3 Rüstung gibt. Okay, ich musste gerade den Text davon lesen. Ranger, oh, Ranger hat dieses Grüne, das ist auch nicht schlecht. Hamstring Shot, 1 Mana zum Benutzen. Arrows können nur vom Arsenal gespielt werden und nur wenn man einen Bogen kontrolliert. Okay. Und wenn das ein Hero hittet, kostet der erste Card of Medna 1 Mana mehr. 1 Mana 5 Damage. Das ist schon ein ziemlicher Power Creep, wenn ich mir überlege. Ich habe ja nur ein paar von den Starter-Decks gesehen. Das ist schon ein ganz anderes Power Level. Dann Zipper Hit. 1 Mana 3-3 gibt 3 Mana mit Boost. Oh, ich liebe Boost. Headshot. 1 Mana 4-3 kann man nur aus dem Arsenal spielen, nur wenn man einen Bogen hat. Und wenn es Headshot vom Arsenal face up. Was? Ah, okay, man kann Arsenal ins Arsenal face up legen anscheinend mit dem Ranger. Dann kriegt ich plus 2 Angriff. Voltic Bolt. 2 Mana. Macht 5 Arcan-Damage an einem Hero. Ich habe gehört, Arcan-Damage kann man nicht mit Rüstung blocken. Das ist ziemlich mies. Bloodspill Invocation.
Das ist eine Runeblade-Aura mit Go Again und die macht Rune-Charm-Tokens. Ich habe keine Ahnung, was Rune-Charm-Tokens sind. Und Reverberated. Ein Mana gibt ein Mana, drei Mana Rüstung und macht drei Arkanschaden an einem gegnerischen Helden. Und wenn die Schadenswirkung, könnt ihr eine Wizard nicht Angriffsaktionskarte von der Hand banishen, die ein Mana weniger kostet, gleich den Schaden, den ihr zugefügt habt. Wenn ihr das tut, könnt ihr diese Runde diese Karte spielen, als wäre es eine Instant. What the fuck? Das ralle ich nicht. Und wir haben einen Helden. Und zwar auf der einen Seite den Young-Helden. Dash. Ja, 20 Lebenspunkte, 4 Handkarten. Man startet das Game mit einem Mechanologist-Item, das 2 oder weniger kostet in der Arena. Okay? Mit natürlich der großen Version auch noch dahinter, weil das ist gar nicht mal so häufig, dass das passiert. Ist mir aufgefallen oder wurde mir zumindest gesagt. Dementsprechend, ne. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Na, Blacksit. Ciao, ciao.